Computer Network Phase 0, die Demo-Videos im Dezember. Nummer 1. Es geht jetzt in einer ganz anderen Gangart los. Als Reminder, wir haben die FIOTA Network Seite online. Du kannst auch hier über das Early Nightly SSL Demo dir zum Beispiel die Inventarliste anschauen und hier ein bisschen mit rumspielen, ein paar Sachen löschen. Und da kommen wir hin, dass die ganze Technik, die jetzt hier am Start ist, nachvollziehbar und auch selbst programmiert werden kann. Und wir steigen erstmal damit ein, dass das ein ganz schnelles Format ist. Und zwar wird das ein 7-Minuten-Format und ich starte hier links mal den Timer. Boom. Und los geht's. Und das erste Video, da verweise ich an den Tobinski aus der Community. Wir saßen jetzt gerade eine Weile zusammen und haben experimentiert, wie wir den Go Shimmer, also die Basis für die Smart Contracts, so aufsetzen, dass wir demnächst Smart Contracts darauf fahren können. Und Go Shimmer ist der Node, auf dem die Tangle läuft, also die Blockchain, die IOTA Blockchain, der IOTA Tangle und in der aktuellen Version 0.3.1. Und das Ziel jetzt ist, mal ganz eben schnell das Ding hier lokal laufen zu bekommen. Um zu starten, gehst du ins GitHub Repository, in den Go Shimmer Bereich und landest hier, hast hier eine ganze Menge Branches. Das ist jetzt an der Stelle auch erstmal egal, ne? Typischerweise der Master Branch. Später wird für uns dann der, na, wenn das mal geladen wird, auch der Wasp, wo ist er? Der Wasp Branch interessant. Aber wir gehen heute mal den einfachen Weg. Und zwar gehen wir über die fertig kompilierten Releases. Also hier rechts gehst du auf die Release-Liste. Und dann siehst du auch schon die letzten Updates. Und das aktuellste 0.3.1er ist hier zu finden. Und ich arbeite hier mit einer Linux 64-Bit-Maschine und kopiere mir hier einfach mal die Linkadresse. Erster Schritt. Mittlerweile auf Windows hier unterwegs, aber mit einem Linux Ubuntu Subsystem hier am Laufen. Fahre ich hier mal kurz hoch und mache das hier mal an die Seite. So, wenn es da ist. Will gerade nicht. So, der typische Demo-Effekt. Nochmal die Kiste neu starten hier. Ah, da ist, genau. So, wertvolle Zeit verschwendet. Also, als erstes fangen wir mal an. Mein lokaler Ordner Home Adam an der Stelle. Wir machen uns mal einen neuen Ordner, mkdir. Und ich fange mal mit an, 0.1.12 für den 1. Dezember, cd, 0.1, zack. Und wir holen uns über wget dieses Paket. So. Clear. Oh, jetzt muss ich auf die Tube drücken. LS, hier ist das TAR und ich habe hier irgendwo in meiner Liste noch, weil ich es immer vergesse, TAR. Ah, genau. TAR-XVZF Go Shimmer. Schwuppdiwupp. Dateien werden entpackt. LS. So, und ich habe hier schon meine GoShimmer-Datei und wenn jetzt alles gut gelaufen ist und ich meine Ports alle richtig freigeschaltet habe, kann ich hier über den direkten GoShimmer, in der Hoffnung, dass es jetzt klappt, Fingers crossed, dauert jetzt ein bisschen. Oh,
Der Go-Shimmer kommt hoch und ich weiß, dass der auf Localhost 8081 läuft und in der Tat, hier tut sich schon was. Das Dashboard ist da. Also in noch 2 Minuten Restzeit. Der Go-Shimmer läuft seit 20 Sekunden. Die aktuelle Version 3.1. Und soweit ich mich entsinnen kann, ist da auch das Auto-Peering, also die Auto-Konnektivität mit anderen Knoten eingestellt. Ich gehe hier oben mal auf Neighbors. Jetzt hoffe ich mal, dass in den nächsten paar Sekunden hier ein Neighbor dazukommt. Ja, beobachten wir das mal weiter. Eine Minute. Na, da tut sich schon was mit Auto-Peering hier. Discovered. Okay, da ist jetzt schon ein Knoten reingekommen. Aber ich sehe den hier noch nicht. Vielleicht noch mal kurz aktualisieren. Dann gehen wir mal durch den Explorer. Da läuft auch noch nichts. Visualizer auch noch nichts. Tja. Was machen wir falsch? Ich weiß es nicht, aber hoffe, dass jetzt gleich Auto-Peering. Na, gehen wir nochmal den ganz harten Weg. Hier einmal kurz abbrechen. Stopping Auto-Peering. Der dürfte auch nicht mehr laufen. Genau. Na, nochmal der Versuch. Go Shimmer. Einmal 45 Sekunden. Genau. Startet nochmal. Mensch, ist das hektisch in 7 Minuten. Okay, also. Jetzt kommt er nochmal hoch. Dashboard. Naja, also zumindest läuft der Knoten und ich bin sicher, dass er auch gleich ein paar Messages reinbekommt. Aber 10, 9, 8, 5, 4, 3. Tja, ein bisschen zu optimistisch. Die Zeit ist um. Naja, nicht ganz, aber zumindest läuft der Go-Shimmer schon. An der Stelle wieder zurückgesprungen. Danke für deine 7 Minuten. Im nächsten Video schauen wir uns dann weiter die Konfiguration des Go-Shimmers an. Ciao.